Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Try-on-Haul für dich. Jetzt hängen wir gerade durch die Tür. Und zwar geht es um Zaful. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen so ein bisschen Herbst-Outfits anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Produkte, ich habe die ganze Zeit ziemlich Schnauze da durch die Tür kommen, das ist einfach ein Traum. Die Produkte erscheinen relativ schnell bei einem zu Hause. Also ich habe bestellt und es war ungefähr in 2 Wochen bei mir. Also das geht wirklich relativ zügig, obwohl das ja wirklich eine relativ weite Strecke. Na komm her, Sammy, komm. Na komm. Na komm. Ist okay. Ne, es ist ein so scharfer Hund, Leute, ne? Ja, wie gesagt, 14 Tage ungefähr dauert es. Es kam bei mir in 2 verschiedenen Paketen an, also zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten. Das erste Paket kam schon nach einer Woche an und das zweite kam dann ungefähr eine Woche später bei mir ein. Aber das ist nicht weiter schlimm, muss ich wirklich sagen. Und ich habe hier ja natürlich die ganzen Verpackungen von den einzelnen Kleidungsstücken. Die kommen bei mir alle nicht weg. Die werden weiterverwendet als Müllbeutel. Die habe ich dann entweder hier hängen, dass ich da meinen Müll reinmachen kann, oder die kommen ins Badezimmer oder so. Und ja, dafür sind die halt auch echt super. Oder wenn man halt verreist, kann man die für Schuhe zum Beispiel verwenden oder Schmutzwäsche. Aber ich will nicht lange quatschen. Los geht's. Tada! Starten möchte ich einfach mal mit einem Pyjama. Den habe ich in der Größe L hier. Ich finde den ganz fancy. Ja, passt jetzt nicht unbedingt zum Herbst, auch wenn es jetzt das erste Outfit ist. Der läuft bei mir. Aber ja, ich mag einfach, wie der sitzt, ne? Das ist super angenehm. Sammy, was geht ab? Erstmal schnüffeln. Erstmal hinsetzen. Ja, du bist der beste Hund der Welt. Okay, auf jeden Fall ist das hier ein ziemlich gemütlicher Pyjama. Ich mag den V-Ausschnitt, ich mag auch dieses Muster da drauf, ne? Diese Ananas, das finde ich ganz niedlich designt und er fühlt sich toll an. Deswegen, ja, ich habe jetzt einen neuen Pyjama, ne? Gefällt mir. Auch, dass ich hier mal eine kurze Hose habe. Oh mein Gott, dass ich mich mal mit so kurzen Hosen hier vor euch zeige, hätte ich auch nicht mit gerechnet, ne? Sammy, Frauchen muss genau dahin, um zu hüpfen. Genau dahin, sonst kann ich mich doch nicht umziehen. Wie soll das denn funktionieren? Na gut, so funktioniert das schon, ne? Also, ich habe hier ein Outfit an, was jetzt nicht hundertprozentig zusammenpasst. Also, wahrscheinlich würde ich über dieses Bralette, wo ich hier übrigens auch noch einen Top von mir drunter habe, ne, noch ein bisschen was drüber ziehen. Man sieht den hier unten auch drunter, ne? Ja, das ist schwarz, was ich hier drunter anhabe. Aber, ja. Ich wollte es trotzdem zeigen. Genau, also wir fangen einfach mal unten an. Da habe ich diesen echt coolen Rock an. Den zeige ich euch gleich auch nochmal mit einem anderen Oberteil. Der gefällt mir wirklich gut. Da muss ich sagen, das ist wirklich eine schöne, angenehm sitzende Geschichte. Der ist super weich, der fühlt sich echt toll an. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dieses Oberteil, dieses Longsleeve, ich stehe drauf. Richtig geil, richtig geil. Da steht nur ein F drin. Ich weiß nicht, welche Größe das ist. Ob das auch L ist. Auf jeden Fall ist es halt so ein richtiges Ding, womit man auch eine Kapuze hat und so. Ich fühle mich damit ziemlich fancy. Mag das gerne leiden. Und das ist halt auch so ein richtiges, kuscheliges Oberteil und es ist super, super weich. Die Arme sind bei mir echt passend lang, was selten der Fall ist, ne? Es fühlt sich sehr, sehr weich an. Super, super toll. Ich mag auch diese Riffeloptik hier an der Seite. Dann hat das hier auch noch Taschen. Das ist für mich ja auch immer eine ganz wichtige Geschichte. Dann kann man da einfach auch auf Arbeit so seinen Schlüssel reinpacken oder so, ne? Finde ich super bequem. Dieses Bralette, was ich hier anhabe, ja, was eigentlich auch als Top so tragbar wäre, sonst würde ich mich auch gar nicht so vor euch zeigen, ne? Ist so eine Sache für sich. Ich mag sowas sehr, sehr gerne als Ersatz von einem BH oder so, dass ich das einfach drunter ziehe. Oder ihr werdet das auch gleich bei anderen Oberteilen sehen, die etwas tiefer ausgeschnitten sind. Da finde ich das ganz schön, wenn das so durchscheint. Aber ich sehe halt einfach jetzt hier, ich kann das nicht so tragen, ne? Also da waren auch so Cups drin, dann wäre das nicht ganz so durchsichtig gewesen. Aber das Problem bei diesen Cups, die immer in diesen Dingern drin sind, auch bei dem Ding, was ich hier drunter noch habe, ist, dass die halt super spitz sind, ne? Und solche Hoopies habe ich einfach nicht. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Deswegen lasse ich die einfach von Anfang an direkt weg. Ich hatte das eben kurz damit an. Es sah nicht gut aus, Leute. Also das war nicht mein Style. Nicht mein Style voll. Ja. Aber mir gefällt dieses Outfit, wenn ich jetzt hier ein normales Top drunter hätte oder eine schöne Bluse oder sowas, das wäre super schön. Dann eine schöne dunkle Strumpfhose, Stiefel dazu, ready to go. Mega geil. Also dieser Rock vor allem, ne? Das ist für mich jetzt so der perfekte Herbstrock.
Die Sachen habe ich jetzt hier auch, wie gesagt, in L an. Und ich bin 1,73 Meter, wiege ungefähr 70 Kilo, also dementsprechend, ne, läuft, ja. Sitz ist hier auch ganz angenehm, also hier sitzt vor allem auch relativ locker, was ich immer ganz schön finde, weil ich mag das einfach nicht, wenn das irgendwo einschneidet. Das ist sehr, sehr bequem. Den Reißverschluss haben wir dann ja hinten am Poppes. Ja, gefällt mir. Doch, doch, ich fühle mich schon wohl, ne? Was meint ihr? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Also wie gesagt, ich fühle mich wohl. Ich muss hier wieder aufpassen, Sammy, mit deinen Fussis. Und du fängst immer an zu wedeln, wenn ich mich hier hinstelle. Wie kann das bloß, hm? Das ist doch cool, oder? Also ich habe erst, als ich den Pulli aus der Verpackung genommen habe, gedacht, wow, weil diese Ärmel einfach übelst lang sind. Aber ist das geil oder ist das geil? Das ist jetzt in der Größe 38. Ich habe normalerweise nie die Möglichkeit, so lange Ärmel bei irgendwelchen Oberteilen zu haben. Und ich feiere das hart, dass die einfach so lang sind. Das ist so, so schön. Das gefällt mir richtig gut. Wohingegen das Oberteil an sich halt super kurz ist, ne? Weil das habe ich hier nur so ein bisschen in die Hose gesteckt, das in den Rock gesteckt, aber ne, ansonsten wäre das relativ kurz. Da der Rock aber so hochgeschnitten ist, passt das wirklich gut. Und hier hat man halt diese Geschichte, dass man hier dieses Bralette durchsieht. Wenn man theoretisch das Ganze so auf Shoulder tragen würde, würde man hier auch die Spitze sehen, was ich ganz hübsch finde. Das mag ich gerne. Und ansonsten, es ist ein echt cooles Herbstoutfit. Ich mag einfach richtig gerne, wie halt so dieses Dunkelbraun mit dem Grün zusammen harmoniert. Und dazu einfach Stiefel an und ich würde mich super wohl im Büro fühlen. Und also wirklich geil, ne? Man sieht übrigens Sammy jetzt im Bild. Sammy, sag hallo. Hi. Das Oberteil, also dieser Pullover ist auch super, super angenehm. Der kratzt nicht, der ist schön weich und die Klamotten, die stinken auch einfach nicht, wie man das sonst manchmal hat. Sammy, was machst du denn da? Also, ne? Ich finde, das ist ein richtig tolles Herbstoutfit. So ist das. Was jetzt? Was wolltest du mir die Pfote geben? Oh, Dankeschön! So, hier haben wir das nächste Herbstoutfit. Ich glaube, Sammy darf jetzt mal rausgehen, oder? Möchtest du zu Herrchen? Komm, geh mal zu Herrchen. Lauf. Und zwar ist das hier eine Culotte zusammen mit einem ja, sehr unifarbenen, kamelfarbenen Pullover, um das mal so zu sagen. Normalerweise würde man hier wahrscheinlich etwas Schlankeres anziehen, etwas Figurbetonteres, damit hier die Taille ja auch wirklich so betont wird, wie die Culotte es normalerweise möchte. Wir haben hier auch wirklich Taschen, was ich toll finde. Die Hose hat auch eine Länge, die ich vollkommen in Ordnung finde. Und oh mein Gott, sind hier viele Hundehaare von Sammy. Es tut mir leid. Ja. Was wollte ich sagen? Pullover. Also diese Kombi wärmt mich gerade extrem. Also das ist eine richtig schöne Herbstkombination. Ich fühle mich auch per se wohl da drin, aber es ist ungewohnt, weil dieses Muster auf der Hose und der Schnitt ist halt etwas, was ich so normalerweise nicht wirklich trage. Also ja, es betont schon so ein bisschen den Hintern, oder wobei es macht eher einen flachen Hintern, ne? Aber gut, ja, ich mag gerne halt, dass man hier so diese Taschen hat. Ich würde hierzu einfach so Boots anziehen oder halt so schlanke Stiefeletten. Bei dem Pullover, ja, er ist super, super weich, super, super angenehm. Ich finde ihn hier oben etwas unspektakulär, dann würde ich den halt mit einer Kette oder sowas ein bisschen aufpeppen, ne? An den Armen hat er halt auch diese schöne Puff-Applikation, was ich auch gerne mag. Aber mir sind die Ärmel tatsächlich ein ganz kleines bisschen zu kurz, wie man sieht, ne? Das ist ein bisschen schade, das heißt, den würde ich dann wahrscheinlich meistens aufgekrempelt tragen. Und dann ist es halt auch irgendwie schon wieder zu langweilig, weil hier unten halt die Kabam-Applikation wäre. Das ist jetzt ein bisschen schade, muss ich sagen. Ne? Ansonsten, ja, finde ich den jetzt, wie gesagt, nicht so ganz so spektakulär. Aber ich werde ihn auf jeden Fall mal tragen, um zu gucken, wie ich den am besten auch kombinieren kann und wie ich den am besten aufpeppen kann. Weil da fehlt mir jetzt gerade wirklich so ein bisschen der Pep. Dafür ist aber bei diesem Outfit tatsächlich die Hose der Hingucker schlechthin. Denn das ist halt so richtig so ein Eyecatcher, ne? Also so eine grafische Geschichte da drauf und ja, deswegen. Aber haut mich jetzt tatsächlich nicht so um wie das Outfit von vorhin. Auch das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich fand dieses Oberteil vom Schnitt her super interessant, weil du hast hier oben halt auch so Träger abgesetzt, sodass die Schultern frei sind.
das ist hier nicht ganz so hübsch verarbeitet, wenn ich ehrlich sein darf. Das sieht man halt so ein bisschen, diese Kante. Hätte ich mir gewünscht, dass es auch wirklich durchgängig ist, also dass es ein bisschen schräg vernäht, ne? Ansonsten finde ich den Pullover vom Schnitt her super interessant. Dieses Bauchfreie, das sieht man halt. Eins an mein Bauchnabel. Herzlich willkommen, das ist mein Bauchnabel. Ja, ich durfte mir nie ein Piercing stechen lassen, weil ich genau da ein Muttermal habe. Läuft bei mir. Naja, auf jeden Fall mag ich hier die Armlänge tatsächlich gerne. Also die sind ordentlich lang. Das hier ist so eine Sache, ne? Das würde ich vielleicht zu dem Rock anziehen oder so, aber auf der Arbeit würde ich halt nicht so bauchfrei rumlaufen. Gegebenenfalls im privaten Bereich, aber da wir jetzt aktuell nicht so viel rausgehen können, ist es ein bisschen schwierig. So, und was ich auf jeden Fall mal ausprobieren wollte, sind die Hosen. Deswegen habe ich das auch so in Kombi angezogen, dass man die Hose halt so richtig sieht. Ich habe mir eine schwarze Jeans ausgesucht, die von der Beinlänge her so, ne, dieses Enkel-Jeans-Gedünsten ist. Und, Leute, das ist die Größe XL. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist natürlich, habe ich hier Platz, aber es ist eine Hose, in der ich atmen kann und wo ich vor allem auch mit den Beinen reinkomme. Ich glaube, eine L hätte es bei mir tatsächlich auch getan, aber ich wollte mal gucken, wie die halt einfach so von der Größe her geschnitten sind, ne? Wir haben hier Taschen, die fühlen sich tatsächlich ganz gut an. Das ist alles sehr angenehm. Die Hose könnte ich sogar noch höher ziehen. Oh, aber dann wird es irgendwann auch ein bisschen kriminell, oder? Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall sieht die so dann halt vom Poppes aus. Also das ist, ich muss das Oberteil gar nicht hochziehen, das ist schon hoch genug. Ja, sie sitzt ganz gut, ne? Sie hat auch, glaube ich, einen relativ hohen Stretchanteil, fühlt sich jedenfalls so an. Also das ist auf jeden Fall so eine dunkle Jeans, die ich jetzt auch so ganz normal tragen werde, ne? Also ja, genau. Im Frühling dann halt einfach mit Sneakern und im Herbst, Winter würde ich da einfach Stiefel zu anziehen oder halt Stiefeletten. Genau. Aber so ist es halt ein ganz bequemes Outfit. Mit dem würde ich jetzt irgendwie auch, keine Ahnung, einen ganz gemütlichen Sofasonntag verbringen oder so, weil dieser Pullover halt auch schön warm ist. Ja, oder halt zu Familien oder Freunden fahren. Aber wie gesagt, im Büro würde ich das halt mit diesem Bauchfrei nicht unbedingt machen. Da würde ich mir dann wahrscheinlich ein schwarzes Top drunter anziehen oder halt irgendwas, ne, damit es halt so ein bisschen verdeckt wird. Genau. Jetzt kommen wir mal zum letzten Outfit und ja, wir wollen mal so aufhören, wie wir auch gestartet sind, oder? Ja, ich glaube, den habe ich ein, zwei Nummern zu klein bestellt. Ich finde diesen Pyjama eigentlich mega cool und würde ihn auch voll gerne so im Herbst, Winter tragen, weil er auch so schön sich anfühlt und man streichelt da so gerne drüber. Aber ich merke einfach von der Armlänge her, dass er mir zu kurz ist, von der Beinlänge her tatsächlich auch und da auch... Schneidet hier, man sieht es, ne? Es schneidet hier tatsächlich echt ein. Es ist nicht so angenehm. Ja, aber das wäre dann tatsächlich der Pyjama, den ich eigentlich für jetzt Herbst rausgesucht hätte. Ja, schade, weil den fand ich eigentlich so mit am schönsten und ich dachte, ich höre jetzt so mit so einem Highlight auf, weil ich mochte das einfach gerne, wie der hier so von der Applikation ist, ne? Dieses Abgesetzte, diese Nähte. Oh, man könnte theoretisch sich noch etwas hochgeschlossener machen. Tada, Entschuldigung. Das ist, ja. Okay. Dann haben wir hier so die Knöpfe und diese Taschen und so. Und eigentlich sieht er voll schön aus, aber er hätte nicht sein sollen, ne? Schade, schade, schade. Aber na, vielleicht wachse ich da noch rein. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da bin ich einfach ein paar Zentimeter zu groß für. Ich glaube, ich beende diesen Haul jetzt tatsächlich einfach mal in diesem fancy, coolen Pyjama. Und ja, das war jetzt mein Zaful-Haul. Hat mir ehrlich gesagt wirklich gut gefallen, dadurch das Sortiment zu stöbern, um mir ein paar Produkte rauszusuchen, die ich jetzt auch im Winter und im Herbst tragen werde. Ich denke schon, dass ich meine Freude damit haben werde. Und ja, Gutscheincode habe ich euch soweit eingeblendet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!